Moin Leute, da bin ich wieder. Es geht drunter und drüber in der Season of Discovery Phase 4. Viele Bugfixes und viele Probleme, aber auch sehr viele geile, gute Sachen. Morgen geht's los mit den ersten Raids. Die World-Bosse kommen morgen Abend und nächste Woche gibt's dann noch Nixia und MC. Ich hoffe, ihr kommt gut voran mit der Vorbereitung, also für Pre-Biz-Gear. Blizzard hat schon mittlerweile einige Änderungen gebracht in Phase 4. Die wollen wir uns kurz anschauen. Übrigens, eine kleine Nebensache. Ihr müsst in SOD 100% reiten, nicht mehr skillen, also nicht mehr lernen. Es reicht, wenn ihr im Endeffekt euch einfach 100% Mount kauft und aufsteigt und losreitet. Da hat uns wohl Blizzard einen kleinen Gefallen getan, um Gold zu sparen. Sie hätten aber auch die Mount-Kosten vom 100% Pferd bisschen senken können. Das wäre irgendwie viel cooler gewesen. Falls ihr vorhabt, nach Ashenvale zu reisen und euch die Beinstücke zu holen, was ihr mit Level 60 bekommt durch die Wasung-Fraktion, wenn ihr ehrfürchtig habt, könnt ihr euch sparen. Blizzard hat die für SOD rausgepatcht, das heißt, ihr könnt ihr euch nicht mehr holen. Die anderen Sachen schon, also die Armschienen und sowas könnt ihr euch holen und bei der Arati-Fraktion wurde auch nichts rausgepatcht, da könnt ihr euch ganz normal eure Sachen holen, also Schultern, Gürtel und was auch immer. Dann gibt es gute Nachrichten für alle Schamanen und Schildträger und zwar kommt eine neue Verzauberung, das könnt ihr euch holen, weil er Holzschund feste, da braucht ihr den Ruf respektvoll und zwar eine Schildverzauberung, welches euren Spell um 30 und Heal um 55 erhöht. Zudem kommt ein neues Zauberöl, welches euren Spell Damage und Heilung um 24 erhöht. Die Verzauberung gibt es bei der Holzschund feste und das Zauberöl gibt es bei der Thorium Bruderschaft, da braucht ihr Ruf wohlwollend. Übrigens, die Allianz hat ja jetzt auch ihren eigenen persönlichen World Buff und die Horde Spieler kennen es ja schon aus WoW Classic, das hatten sie schon immer. Dafür müsst ihr UBRS gehen und rennt Schwarzfaust killen, dann bekommt ihr seinen Kopf und mit diesem könnt ihr eine Quest starten. Die Quest könnt ihr aber erst mit Stufe 60 starten. Dann die Quest einfach hier bei dem General abgeben und zack, bekommt ihr den World Buff, der eine Stunde geht. Vor allem gut für Melee-Klassen, aber auch was dabei für Caster-Klassen. Und das Geile an dem Ding ist, ihr könnt ihn auch einschweißen und für spätere Raids dann verwenden. Und Blizzard hat eine kleine Änderung vorgenommen und zwar der Händler für diese angelaufenen Reel aus Undermind. Es bekommt ihr ja pro Boss pro Instanz pro Tag und dieser Händler hat jetzt auch Hand der Ungerechtigkeit. Es ist ja das Gegenstand zur Hand der Gerechtigkeit. Das ist für Range-Klassen. Das könnt ihr euch jetzt für 50 Münzen holen. Ansonsten könnt ihr euch hier viele coole Sachen holen, zum Beispiel diese Geldbörse. Also eine 18-Platz-Tasche für 25 Münzen und gutes, geiles Gear. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die letzten Tage war ich etwas angeschlagen, deshalb kamen die Videos nicht so regelmäßig. Aber jetzt bin ich wieder fit und wieder voll am Start. Das heißt, es gibt wieder regelmäßig Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Bis zum nächsten Video.